So, guten Morgen zusammen. Jenny ist wieder dabei. Was ihr als erstes machen könnt, Schuhe ausziehen, die braucht ihr nämlich nicht. Und dann hole ich mir gerade schon mal meinen Freund. Den stellen wir mal hier in die Mitte. Was ihr braucht, ist was zu trinken. Und hier haben beide unsere Säckchen, weil die Mutter von der Elli ist auch Liter- und Fracht-Spezialistin. Die hat die Ausbildung gemacht wie ich, deshalb hat die auch ein Original-Säckchen. Was ihr braucht, ist eine Faszienrolle. Hol deine mal. Guck mal, ich habe zwei verschiedene. Ich habe diese große und die kleine. Ich nehme jetzt gleich die große, dann seht ihr die besser. Und wir brauchen heute nur noch einen Gurt. Dann hast du irgendeine Schlaufe? Sag mal, die Mama hat, glaube ich, so eine, irgendeine Art von Gurt. Handtuch. So. Ach, ich weiß nicht, wir brauchen jetzt noch einen Gurt. Also es kann ein Bademantelgurt sein oder ich weiß nicht, was das hier ist. Es darf nur nicht sein, was elastisch ist. So. Das Faszientraining ist für euch zum Beispiel wichtig, wenn ihr ganz viel gesessen habt oder wenn ihr viel Bildschirmarbeit macht oder gerne Handy zockt oder Xbox oder was auch immer, Konsole spielt mit diesem Nacken. Die Faszien umhüllen euren Körper wie so ein Stützkorsett. Jedes Organ. Ihr habt sogar Faszien um die Knochen, ihr habt hier im Gesicht Faszien um alles Mögliche. Und die stehen in direkter Verbindung mit eurem Gehirn. Das heißt, wenn zum Beispiel irgendwas wehtut, kann es sein, dass die Faszie einfach schon mal meldet, hier ist was nicht in Ordnung, kümmert dich mal darum. Manchmal haben wir Muskelkater, aber auch in der Tiefe verklebte Faszien. Was ich euch empfehle, nimm du mal deine Rolle, wenn man da reindrückt, die ist ein bisschen weicher, ne? Es gibt welche von einer Firma, die stellt sehr harte Rollen her. Das kann ein bisschen wehtun, wenn du zum Beispiel hier am Unterarm rollst, wenn man hier so drückt, da ist ja nur Haut und Knochen. Oder am Schienbein, wenn du hier spürst, da ist ja direkt unter deiner Haut ist ja sofort der Knochen, das ist dann sehr schmerzhaft. Und das Gleiche ist dein Rücken. Wenn du dich noch ein bisschen nach vorne bückst, hier, du spürst ja deine Wirbelsäule, ne? Also auf diesen sogenannten Dornfortsätzen sollte man jetzt nicht mit der Rolle direkt draufrollen. Deshalb hat die Rolle, die wir beide benutzen, diese Aussparung. Das schützt einfach den Knochen ein bisschen. Wenn ihr das jetzt zum Ausprobieren mal macht, weil ihr nicht so eine Rolle habt wie wir, ist das überhaupt nicht schlimm. So, ich weiß ja um die Verkürzungen von der Elmi, die Beinrückseite zum Beispiel, da gehen wir jetzt mal ran. Aber wir probieren als erstes mal das Rollen. Am besten setzt du dich an das Ende der Matte. Du bleibst mal hier im Grünbereich, ich rutsche dann nach hier. Legt mal euren rechten Fuß auf die Rolle. So, jetzt müssen wir den Popo hochheben und wir rollen alles einmal in Zeitlupe, immer Richtung Herzen hin. Also jetzt von der Ferse bis zur Hüfte. Du kannst das Bein drauflegen, das tut ein bisschen mehr weh. Wenn das unangenehm ist, stellst du es wieder drunter oder fängst unten an. Wir rollen mal von der Ferse. Wisst ihr, was da kommt? Die Wade. Jetzt setze ich den Popo ab, rutsche mit den Händen nach, lass den Druck auf der Rolle. Ganz langsam. Genau. Wir verschieben jetzt Zellflüssigkeit. Ne? Du hast ja ganz viele Muskelzellen, Faszienzellen. Wir verschieben jetzt mal sozusagen die alte Zellflüssigkeit. Schieb mal dein Gurt weg. Rutsch mal runter. Und wir rutschen. Ja. Rutschen die Kehle ging bei dir, ne? Ja. Bis zum Knochen am Po, den Sitz bei mir. Andere Seite. Ich mache mal Platz, dass ihr das gut sehen könnt, was wir machen. Linkes Bein. Und das könnt ihr ruhig noch langsamer machen. Und ihr macht es nur einmal. Einfach mal wahrnehmen, ist da irgendwas, was wehtut. Hast du ein Handy mit einer Schnur?
tun, genauso wie Haare kämmen und Zähne putzen. Prost. Magst du dein Handy mal kurz hierher holen als Stoppuhr? Super. Also, unser Gurt sollte fest sein. Wenn du mir das einfach hier hinlegst, dann sehe ich das. So, wir halten jede Übung 20 Sekunden in der Dehnung und dann 10 Sekunden powern wir. Wir zeigen das mal. Streck mal deine Füße zu mir. Und jetzt nimm den linken Fuß ganz locker hier an die Wade vom rechten Bein. Setz dich mal so gerade wie möglich hin. Ziel ist es, die Kniekehle an den Boden zu drücken. Rechter Fuß kriegt jetzt eine Schlaufe am Ballen. Also kurz unterhalb der Zehen. So, perfekt. Jetzt setz dich gerade hin und zieh dich so weit nach vorne, wie du es aushalten kannst. Die Ellie kneift die Augen zusammen. Es gibt da so eine Schmerzskala von 1 bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, ich merke nichts. Bei 6 merkst du, es zieht, bei 7 zieht es eklig und bei 8 machst du so ein Gesicht wie die Amy, so ein Zitronengesicht, perfekt. So, jetzt komme ich nicht mehr an deine. Magst du mal stark drücken? Ja, ich komme auch nicht dran. So. Wir halten die Dehnung 20 Sekunden, dann powern wir 10 Sekunden, wir machen 3 Runden. Ja, das kann ich von dir sehen. Gut. Zieh dich an deinem Gurt mit geradem Rücken ein Stück nach vorne, so weit, wie du dieses rechte Knie so gut es geht nach unten drücken kannst. Atmen. Hast du dein Gurt gut fest in beiden Händen? Und jetzt versuch den rechten Fuß zu strecken. Du zu mir, ich zu dir. Aber deine Hände halten den Gurt fest. Fester, 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 fester und stopp. Guck mal, ob du ein Stück weiter nach vorne kommst. Halten. Kniekehle, da passt, wenn es geht, kein Blatt Papier mehr durch. Zehenspitze zur Decke, Ferse in den Boden. Mach dich bereit für Runde 2. Achtung, jetzt! Versuch den rechten Fuß zu strecken. Ich muss so rumschreien. Weiter, 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 weiter. 10 Sekunden und stopp. Komm weiter nach vorne. Ah, merkst du? Aber guck mal, dein Rücken. Schön. Super. Zehenspitze hoch, 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 hoch. Eine Runde haben wir noch, also 3 Runden haben wir. Achtung! Wenn wir auf 20 sind, Achtung, fertig. Jetzt, versuch den rechten Fuß zu strecken. Halt den Fuß in der Schlaufe, versuch den zu mir zu strecken. Alles was geht, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Stopp! So, Hände daneben, krabbel mal nach vorne, so weit du kannst. Stopp, halt. Super. Zehenspitze zur Decke, weiter, weiter. Und 3, 2, 1, langsam aus. Wir haben das nicht geübt. Die Amy hat das perfekt gemacht. Wir kommen locker mal aus. Nicht gewippt, nicht gezubbelt. So, jetzt kommt die sogenannte Ansteuerung. Wir trainieren das für unser Gehirn, damit das das abspeichern kann, damit sich der Rücken und die Beinrückseite merkt, was du schon jetzt gelernt hast. So, Rückenlage, Hände unter Kopf. Wir hatten das rechte Bein, das geht nach oben. So, die Zehenspitze zieht zur Nase und zieh dieses rechte Bein über deinen Bauch, so weit du kannst, nur mit deinen Muskeln, alleine. Zieh, zieh, Knie strecken weiter, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und stopp. Gut. So, jetzt hast du und ihr alles gelernt, was man braucht. Es tut weh, man geht dahin, wo es wirklich zieht. Man hat diesen Wechsel zwischen 20 und 10 Sekunden und man macht 3 Wiederholungen und am Schluss macht man diese sogenannte Ansteuerung. Linkes Bein vor, rechtes Bein locker dran. Die Schlaufe
Und es ist nichts mit Gewalt, aber es ist nicht schön. Engpassdehnung, da sieht schon dran, ist nicht schön. Aber das macht nichts. Schön ist es danach, wenn man gelenkiger, beweglicher wird. So, du darfst für mich stark drücken. 10 Spitze links, guck zur Decke. Linke Kniekehle am Boden. Komm nach vorne auf deine 8. Also da, wo du deine Augen zusammenkneifst. Genau, und die Zehenspitze hoch. So, alle im Wachstum haben das Gefühl, die Beine sind zu lang, die Arme sind zu kurz, das ist ganz normal. Hier rechts sind wir total locker in der Hüfte. Schön nach vorne. Achtung, versuch den linken Fuß zu strecken, alles was geht. Die Arme werden schön nah, weiter, 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 10 Sekunden und stopp. Komm nach vorne. Gut. Manchmal machen wir so einen richtigen Ups, Ups, und dann ist man richtig weit in den Dehnung. So, ich habe ja auch einen Pubertier zu Hause, eigentlich 2, der muss das auch ganz toll üben. Achtung, jetzt versucht zu strecken, die zweite Runde. Alles was geht, alles was geht, alles was geht, feste. Stopp, atmen weit. Man hält manchmal aus Versehen die Luft an, ist nicht so schlimm. Hauptsache man atmet gleich weiter. Guck mal, ob du schön nach vorne kommst. Ja, okay. 10 Spitze zur Decke. Letzte Runde haben wir noch. Ist anstrengend, ich weiß. Und go! Letzte 10 Sekunden, alles was geht. Also im Endeffekt sind wir bei 1 Minute 50. Und stopp, komm weiter vor, ich nehme die Fingerspitzen und zieh mich lang. 10 Spitze hoch, noch höher, noch höher. Also das ist genau die 8. Die 10 ist so, du kannst es nicht aushalten. Und langsam zurück. Gut, perfekt. Und wir gehen in die Rückenlage. Wir hatten jetzt das linke Bein. Rechts hinlegen, links hoch, Hände unter den Kopf. 10 Spitze zieht zur Nase, linkes Bein streckt über deinen Körper. Alles, was geht, weiter, weiter, weiter. Und locker. Sehr gut. Sehr schön. So, wir gehen mal in den Vierfüßler. Ich muss mal schnell trinken, weil ich immer so laut reden muss. Noch so ein Thema, wenn ihr viel am Computer arbeitet oder viel schreiben müsst, die Hände, hast du da Probleme, meine Handgelenk, Unterarm irgendwie? Ich bin ja doch Handgelenk manchmal. Dann nimm du auch mal deine Rolle. Das geht auch total toll, wenn ihr das auf dem Tisch macht. Leg mal die Fingerspitzen von der rechten Hand drauf und wir rollen mal die Fingerspitzen. Schön Druck, es kann ordentlich knacken. In die Hand. Übers Handgelenk und wir gehen den Unterarm bis zum Ellenbogen, da stopp. Schön draufdrücken. Gut. Anderen. Ich habe manche Tage, da roll ich nur die Finger, das macht wirklich, als wenn jeder Knochen einmal knacken muss. Jedes Gelenk. Über das Knacken sind wir uns noch nicht einig. Die 13- und 14-Jährigen denken oft was anderes als die Eltern. Da muss ich mich nochmal schlau machen. So. Mein linker Arm tut, ich bin Linkshänder, tut weniger weh als mein rechter, obwohl ich mit dem eigentlich mehr mache. So. Jetzt ist eine ganz fiese Übung. Du bleibst am besten so und ich gucke nach vorne. Vierfüßler. Hände unter die Schulter. So. Du drehst mal die rechte Hand über außen, so weit du kannst, zum Knie. Super. Und die linke auch. Bei vielen Erwachsenen geht das nicht mal, ne? Also bei uns geht das jetzt hier total gut. Wir haben
die Ellenbogen gestreckt und haben jetzt die Hände genau unter der Schulter. Wir schieben zwar den Po ein bisschen zurück, aber der Handteller liegt, bis es zieht. Gut, jetzt müsstest du noch einmal Start drücken. Super. Wir halten das 20 Sekunden. Guck mal, dass dein Handteller liegt. Finger ganz dicht zusammen. Gut. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. So, wir drücken gleich zusammen von außen nach innen. Pass auf. Und los geht's. Wir drücken beide kleinen Finger in den Boden. Beide Ringfinger, beide Mittelfinger, beide Zeigefinger, beide Daumen. Runterdrücken, runterdrücken, runterdrücken und stopp. Nicht mehr drücken. Und vielleicht kommst du ja mit dem Po weiter zurück. Super. Bei vielen ist es so, die Hände können sich gar nicht mehr bis zum Knie drehen. Die drehen sich so ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, aber nicht so weit wie jetzt bei uns beiden. So, wir fangen jetzt gleich an zu drücken und zwar beim Daumen. Achtung, los geht's. Beide Daumen in den Boden. Dann kommt der Zeigefinger, der Mittelfinger, der Ringfinger und der kleine weiter, 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 weiter und stopp. So, und weiter nach hinten. Wenn schon, ein bisschen was geht. Bei mir wird es jetzt heiß im Unterarm. Zieht ordentlich. Das brennt so ein bisschen. Bei dir auch? Ja, brennt. Ja, genau, bei mir auch. Letzte Runde, alle 10 Finger unterdrücken, runterdrücken, runterdrücken, die Finger gucken, die Fingerglieder, die Handfläche, alles runterdrücken. Stopp und nur noch 20 Sekunden, ich gehe noch ein bisschen nach hinten. Kann sein, dass die Finger vorne ein bisschen weiß werden, aber hier steht ja einer ganz hoch. Guck mal den einen, kriegst du den runter? Super. Komm langsam, langsam mit der Schulter wieder über das Handgelenk. Dreh mal die rechte Hand. Die linke. Oh. Und ausschütteln. Ja. Es ist wie als wenn du im Schnee warst und so eisekalt. So. Ganz wichtiger Bereich. Wir steuern an. Schulter aus. Handfläche zur Decke. Fingerspitzen ziehen mit gestreckten Ellenbogen nochmal in die Position. Weiter, 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 weiter. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und wenn das, also ich beschreibe das immer, ich war spazieren in der Kälte, bei minus 10 Grad und ich war zu dünn angezogen. Also so ein Gefühl ist das, ne? Ja, zieht bis oben. Es kann auch Muskelkater geben morgen, es kann, ja. Zu spüren sein. So, wir nehmen unsere Faszienrolle. Du gehst ans Ende der Matte und ich. Wir rollen meinen Lieblingsbereich, den Rücken. So. An meinem Skelett. Wir beide sehen das jetzt unten im Becken, diese beiden spitzen Knochen. Mit denen sitzt du hier drauf. Hast du die? Wir rollen einmal von unten hoch bis zum Hals. Sieht als wäre das gerissen oder so. Sieht, ne? Fangen wir nach vorne in den Probus. Hände kannst du aufstellen. Aua, ne? Von mir auf. Ganz unten ist euer kleines Steißbein. Das haben einige schon mal gebrochen gehabt beim Schlittschuhlaufen hingefallen. So, jetzt kommt das Kreuzbein. So, ich gehe auf die Unterarme. Ich bin immer. Achtung, das T-Shirt wickelt sich sehr gerne in die Rolle. Hoch. Jetzt geht es, wenn du mal die Finger hier hinlegst, merkst du, dass da deine Rippen sind? Ja. Wenn du willst, kannst du die Arme mal versuchen hochzunehmen. Kannst du es aushalten? Alter. Alter. Und wir krabbeln vor. Genau. Bis zu den Schulterblättern. Und rollen, lass dich den Zopf ab, über den Kopf
Augenschmerzen hast, Kopfschmerzen, wir mit unseren Zöpfen andauern, dann vielleicht den Kopf komisch gehalten. Also wie gesagt, bei meinen Kindern ist es viel Handy- und Computergedöns. Oder auch blöd geschlafen, auf dem Kopfkissen ganz blöd gelegt. Wenn ihr mal, macht es mal, die Finger hier so auf den Kopf nimmst und einfach mal so massierst. Du merkst ja, du kannst den Kopf auch so ein bisschen verschieben, ne? Mhm. Genau. Das hilft ja auch manchmal schon, wenn man so Kopfschmerzen hat, wenn man so eine leichte Massage macht. Ich drehe mich nochmal in die Seite. Hier, nimm mal den Daumen. Spürst du, dass du da so eine Kante hast am Schädel? Ja. Und da drunter gehst und dann Richtung Ohr. Da merke ich ganz oft, da kommen meine Kopfschmerzen her. Da kommt so eine Kante, das ist richtig so eine Kante. Das ist ungefähr hier, ne? Ja, genau. Und da habe ich ganz heftig Aua. Also da zieht es ganz tierisch. Immer hier. Vorne. Also merke ich immer, dass hier so. Vor dem Haaransatz, also wieder vor, hier. Hier so im Haar gezogen. Ja. Der Klassiker. Ja. Ist gut, oder? Ja. Das ist dieses fasziale Gewebe, hat im Unterschied zum Beispiel zu den Bandscheiben oder den Meniskus im Knie, hat einfach das Fasziengewebe eine Verbindung mit deinem Gehirn. Du kannst dir dann sagen, hier ist irgendwas nicht in Ordnung und deshalb meldet das einen Schmerz. Und dann kann man darauf reagieren. So, wir machen eine Sache im Stehen. Komm mal hoch, wir brauchen dein Handy. Und zwar, leg mal deine Rolle da hin. Nicht hinlegen, hinstellen. Und kannst schon mal hier hinlegen, neben deine Rolle, dass du gleich stark drücken kannst. Nimm mal deine Hände auf die Rolle. Dann kriegst du mal die Hose. Ihr könnt einen Tisch, einen Stuhl, irgendwas nehmen. So. Super. Perfekt. Streck nochmal den Rücken, soweit du kannst. Perfekt. Und drück einmal Start. Wir nehmen die Füße mal parallel. Schieben den Popo nach hinten raus, Knie lang, Rücken gerade. Super. Das muss ich immer mal machen. Ja, wir haben auch die Knieretter im Badezimmer, ganz fies. Mhm. So, und jetzt bücken wir spitze Ferse. Super. Klasse. Ungefähr 8 bis 10 Mal, also 10 Sekunden. Stoppen. Und jetzt die Ellenbogen vielleicht ein Stückchen weiter. Popo nach hinten rausschieben. Super. Wir haben jetzt hier die Spiegel, wir können nach unserem Rücken gucken. Die Amy leidet, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da zieht es tierisch, bei mir auch hier hinten. Und Runde, zack, spitze Ferse. Richtig schön. Das ist eine ganz, 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 ganz große Faszienkette, die fängt an unter der Fußsohle und endet oben am Kopf. Stopp. Und eine Runde haben wir noch. Du wirst immer länger. Guck mal, dass dein Fuß, dein Knie und deine Hüfte so in einer Linie stehen. Ja, perfekt. Letzte Runde, spitze Ferse. Super. Stopp. Und nochmal sinken. Mir gibt das halt irgendwann so nach, dann ist es ganz weich wie so Butter. Oh Gott. Lass einfach die Uhr, und mal die Hände an die Knie und komm langsam mit gestreckten Beinen. So. Wir kommen mal ein Stück nach vorne. Passt auf euer Kreislauf auf. So, kommt mal nach vorne. So. Setz dich mal. Unser Körper besteht jetzt ja nicht nur aus Knochen und Muskeln, sondern wie gesagt auch aus eurem Fasziengewebe.
Das kann wehtun durch zu wenig Bewegung. Ja, ich hatte jetzt Osterferien, aber ich weiß zum Beispiel, dass Ellis Mutter auch mal sehr darauf achtet, dass viel Fahrrad fährst und rausgehst, spazieren gehst. Das ist schon mal ein Punkt. Also das Fasziengewebe kann wehtun durch zu wenig Bewegung. Aber es kann auch sein, dass du mal nach langer Zeit dein Fahrrad ausgepackt hast und hast es lange nicht gefahren, dann hast du Muskelkater und wenn du dann zum Beispiel die Übung machst oder dein Fasziengewebe rollst, tut das weh, weil das ist die Mischung aus Muskelkater und verklebter Faszien. Dann ist noch ein wichtiger Punkt, trinken. Für uns ist das ganz normal. Ne? Wir gehen vorne an die Zapfanlage oder wir holen uns aus der Kiste Wasser oder aus dem Wasser ein Wasser und trinken. Das solltet ihr euch alle angewöhnen, weil je mehr euer Fasziengewebe, euer Körper mit Wasser versorgt ist, desto weniger Schmerz. Dann natürlich, das, was ihr in euch reinschüttet, gebt, das seid ihr auch irgendwann. Ne? Ob das zu viel Zucker, zu viel Fett ist, zu wenig Gemüse, da kann man einfach mal drüber nachdenken. Und dann natürlich euer Kopf. Das, was ihr denkt, ne? Wenn ihr Stress habt, euch Stress macht, ob ihr Ängste habt, ob ihr euch auf die Schule freut, ihr kennt das bestimmt. Wenn das Wetter gut ist oder Ostern, oh, es gibt vielleicht ein kleines Geschenk oder so, dann geht es euch besser, dann geht es auch eurem Körper besser. Also das sind verschiedene Faktoren, warum vielleicht gerade was wehgetan hat. Die Amy hat, dadurch, dass wir ja schon öfter was zusammen gemacht haben, wusste ich das mit der Oberschenkelrückseite. Und das ist bei meinen zwei Kindern genau das Gleiche. Da müsst ihr dran arbeiten. Aber das kann man auch, wie gesagt, ohne Faszienrolle beim Zähneputzen machen oder so. Und dann würde ich sagen, dann machen wir vielleicht beim nächsten Mal eins mit der Kugel, was man machen kann, wenn man so Kopfschmerzen hat vorne an der Stirn. So, das war's.